Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es weiter mit den Weihnachtskollektionen und zwar heute mit der Dior Holiday 2022 Kollektion, inspiriert vom Mysterium der Sterne. Ich habe mir einige Produkte, nicht alle, aus der Kollektion mitgenommen. Es gibt auch noch nicht alle Produkte. Es soll zum Beispiel eine, oder in den USA gibt es schon, eine Ultra Dior Couture Palette. Ich schaue mal, ob ich ein Bild finde. Dann blende ich das mit ein. Da hat man einmal ein Lidschattenquint in der Mitte. Man hat Blushes, man hat unten Lippenstiftfarben und einen Highlighter. Und das ist auch immer in einer schönen und speziellen Verpackung. Wie gesagt, das gibt es noch nicht hier in Deutschland, deswegen kann ich auch noch nichts zu den Preisen sagen. Dann haben sie ein Grand Couture Augen Make-up für 65 Euro. Das ist auch ein Quint in einer speziellen Verpackung. Ich habe die vom letzten Jahr, das war die Atelier of Dreams Edition. Die ist natürlich wunderschön gemacht. In diesem Jahr, ich blende hier mal ein Bild ein, ist das hier, glaube ich, Samt. Und hier oben ist ein Aufdruck drauf, der ist von Pietro Ruffo entworfen worden und das ist ein Muster aus Sternen und Blumen, also passend zu dem Thema in der vom letzten Jahr. Das war ja so ein Lederimitat. Die finde ich sehr schön. Man hat dann in der Palette, ich packe das mal raus, einen Pinsel mit dabei, einen größeren und dann fünf Farben und einen schönen großen Spiegel. Ich finde, die ist insgesamt ein bisschen dick immer, so zum Verstauen, aber ein wunderbares Geschenk. Und die Lidschattenqualität aus dem letzten Jahr hat mir auch sehr gut gefallen. Das war eine sehr eher kühle, neutrale Palette. In diesem Jahr ist sie ein bisschen wärmer, mit auch so einem Gold und einem Rotton mit drin. Die habe ich mir jetzt noch nicht mitgenommen. Sollte euch dazu eine Review interessieren, dann lasst mich das gerne wissen. Dann könnte ich die noch kaufen und eben eine Review zu machen. Dann gibt es noch Nagellacke, wie immer. Auf der Seite sind, ich blende es wieder ein, sind drei verschiedene Nagellacke abgebildet. Ich kann aber auf der Homepage nur zwei davon finden. Und zwar einmal die 864 Fortune, ein Perlmutt schimmerndes Rot. Die kosten 29 Euro und 903 Mystique, ein tiefes Aubergine. Und dann ist eben nochmal so ein, fast wie ein Topper, so ein Gold reflektierender. Sieht aus wie auch mit so Perlmutt Schimmer abgebildet, aber der war zumindest heute noch nicht online auf der Seite. Sollte es den geben, verlinke ich den auch unten. Die Dior Nagellacke mag ich sehr gerne. Ich lasse meine Nägel immer machen, deswegen benutze ich solche Nagellacke nur für die Füße. Und ja, da ist einfach der Nutzen bei mir begrenzt. Und dann gibt es in diesem Jahr auch wieder so eine Schatulle, die heißt Rouge Dior Miniateur Limitierte Edition Schatulle und Lippenstift. Das kostet stolze 250 Euro. Im letzten Jahr, glaube ich, war das in Gold. Dieses Jahr ist es in Schwarz und da hat man vier Lippenstifte mit dabei, drei Refills und eine Full Size und die kann man halt in der Schatulle mit einer Kette, die könnte man sich umhängen und mitnehmen. Das macht, glaube ich, kein Mensch. Und dann hat man nochmal so eine kleine Dose, die man auch abmachen kann und da auch seinen Lippenstift reinpacken kann. Ich finde das ganz süß und ich finde das ganz nett. Das ist jetzt nichts, was für mich praktikabel wäre, aber durchaus für vielleicht einen Dior-Liebhaber ein sehr schönes Geschenk. Man hat auch in dieser Schatulle dann die speziellen Farben, die jetzt zu dieser Holiday-Kollektion gelauncht sind. Man hat einmal die 913 Mystic Plum. Das ist ein geheimnisvolles Braun in einem matten Finish. Dann hat man die 674 Midnight Rose. Eine bezaubernde Rosenholz-Nuance in einem samtigen Finish. Dann die 965 Rouge Fortune. Ein opulentes Rot, auch in einem samtigen Finish. Und dann noch 471 Enchanted Pink, ein leuchtendes Korallenrosa in einem satiniertem Finish. Und dann haben sie noch aus ihren ganz normalen Rouge Dior die Einzellippenstifte mit einer schönen Sterneneinprägung. Da gibt es dann noch zusätzlich zu den Farben, die ich eben genannt habe, die 999, das ikonische Dior Rot in einem samtigen Finish und die 7
2.0 Icon. Das ist auch ein Rosenholzton, den es, glaube ich, in jeder Lippenstiftformulierung gibt von Dior. Und der ist auch in einem samtigen Finish. Dann gibt es noch von den Dior Addicts. Das sind ja die Lippenstifte mit so ein bisschen Glanz. Den habe ich heute auch ein wenig hier drüber. Eine Hülle, also den Lippenstift müsste man sich extra kaufen für 29 Euro. Die Rouge Dior Lippenstifte kosten 45 Euro auf der Dior Seite. Dior Addicts, ich glaube, da kosten die Lippenstifte, das müsste ich einblenden. Ich glaube auch so um die 29 Euro. Und es gibt dann eine Limited Edition Hülle in einem metallischen Goldton. Und dann kommen wir jetzt zu den Produkten, die ich auch habe. Es gibt zwei Quints und zwei Blushes in der Kollektion. Ich habe jetzt alles bei Dior gekauft. Die Sachen werden aber mit Sicherheit zu Douglas Sephora und so weiter kommen. Ich denke, das dauert auch nicht mehr so lange und da kann man doch immer deutlich sparen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Millefiori-Kollektion, die kam ja auch vor ein paar Wochen erst raus, jetzt bei Douglas ist und dort ist sie schon deutlich reduziert. Also statt irgendwie, glaube ich, 62 Euro für das Quint, zahlt man da nur 50 Euro. Woanders bekommt man auch sicherlich noch 20% drauf. Das Einzige, was immer sehr schön ist, wenn man bei Dior selbst bestellt, ist die wunderschöne Verpackung. Also wir in Deutschland können auch sehr gut bei Dior bestellen. Man zahlt da keine Zollgebühren oder so drauf. Das kommt immer sehr schnell. Dann bekommt man immer noch so eine Dior-Schatulle mit dazu. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt die ganz normale weiße. In den letzten Jahren hatten sie auch öfter mal so Special-Verpackungen. Das fand ich dann ganz schön. Aber auch die gab es, glaube ich, bei Parfums, manchmal auch bei Douglas. So, da könnte man sich nochmal umschauen, wenn man jetzt speziell vielleicht nochmal etwas als Weihnachtsgeschenk sucht. Man hat hier bei der ersten die 359 Cosmic Eyes. Ich blende hier mal kurz ein Video ein, wo sie noch unangetastet ist. Das Quint wird beschrieben. Ein satiniertes Herz, Metallic Bronze Nuancen, ein schimmerndes Gold und ein samtiges Schwarz mit goldenen Sprenkeln. Die Einprägung ist wie immer bei Dior sehr schön gemacht. Mit außen so Blumenranken. Das sieht ganz nett aus. Ich finde, die Umverpackung könnten sie mal aufpimpen. Auch Chanel, da haben sie, glaube ich, weiß ich nicht, seit gefühlt 20 Jahren das gleiche Compact. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen old fashioned. Auch jetzt nicht ganz schlecht, aber nichts, was mich da vom Sockel haut. Das ist sehr normales Plastik. Man hat einen schönen großen Spiegel wie immer mit dabei. Zwei kleine Pinselchen in den Lidschatten. Quints sind 7 Gramm Produkt enthalten. Es ist eine Haltbarkeit von 6 Monaten angegeben. Und die sind made in France. Und dann haben wir noch die Farbe 589 Galactic. Ein Perlweiß, eine Rosenholznuance, ein Metallic Silber, ein Violett mit goldenen Reflexen. Und ein samtiges Schwarz mit silbernen Sprenkeln. Die sehen bei mir, wenn ich jetzt hier so reinschaue, sehen die fast blau aus, die Sprenkel. Da gucken wir doch gleich mal. Die kosten 67 Euro auf der Dior-Seite. Und diese Limited Editions kommen immer ohne Samtsäckchen. Also die bekommt man ohne die Hülle. Ich blende auch jeweils nochmal Swatches ein von den beiden Paletten. Ich habe sie bisher nur geswatcht. Ich habe noch keinen Look mit den Paletten geschminkt. Ich mache jede Palette auf ein Auge. Ansonsten gibt es in der Kollektion noch zwei Blushes. Die kosten 52 Euro, sind auch in einer limitierten Edition. Und zwar haben wir da einmal die Farbe 826 Galactic Red. Und auch hier wieder die gleiche Einprägung im Prinzip wie bei den Quints. Das auch sehr schön gemacht. Wieder die übliche Blush-Verpackung, auch das schwarze Plastikgehäuse. Man hat so einen kleinen Pinsel dabei, der ja nicht ganz so dolle ist, wie ich finde. Da sind die Pinsel von Chanel tatsächlich einen Tacken besser, meiner Meinung nach. Auch wieder einen großen Spiegel. Und das ist ein
Bordeaux-Rot mit Goldschimmer. Und dann hat man noch die Farbe 556 Cosmic Coral. Das ist eine leuchtende, festliche Korallennuance. Das fand ich ein bisschen spannend, weil das für mich fast so ein Sommerton ist. Auch wieder mit derselben schönen Einprägung. Und bei diesen Blushes, da war dann auch das typische Samtsäckchen mit dabei. Und dann würde ich sagen, ich hole euch mal näher ran und wir starten mal mit den zwei Lidschattenpaletten. Foundation, Puder habe ich alles schon drauf, auch alles von Dior, die Dior Forever Foundation, die ich ja sehr gerne mag. Und ich habe mit der Dior Puder Foundation abgepudert. Dann würde ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem ich anfange. Ich denke, ich starte mal mit der 359 Cosmic Eyes und ich versuche wie immer alle Farben aufs Auge zu bekommen und im Prinzip ist hier auch nur der schwarze Ton ein matter Ton, ansonsten sieht alles wie oft üblich so nach einem Satin Finish aus und dann nehme ich von Sonia Chi den Crease Pro Pinsel und gehe in den grauen Ton mal rein. Da bekomme ich auch erstmal sehr viel Produkt auf den Pinsel. Oh ja, der ist auch gleich sehr dunkel. Okay, dann halte ich mich mit dem Ton mal erstmal nur hier außen auf. Oh wow, also der ist sehr gut pigmentiert. Ich habe auch direkt so ein bisschen Puder Kickback. Und wenn man den aber so leicht ausblendet, sieht der jetzt nicht so richtig metallisch aus, sondern der eignet sich auch tatsächlich gut zum Ausblenden. Ich wische mir den Pinsel ab und dann gehe ich in den Ton hier rein. Da habe ich jetzt nicht so viel Kickback. Der ist weitaus heller und das ist ein interessanter Ton. Der hat so was Grünliches mit drin, so ein ganz leichter khaki-grüner Ton. Und den verblende ich jetzt einfach hier oben ein bisschen in das Grau mit rein. Und dann nehme ich mir auch von Sonia Chi einen Bilder Pro Pinsel und gehe in den Goldton. Und den gebe ich mir jetzt aufs bewegliche Lid. Und der ist einfach nochmal so ein Stück mehr Gelb-Gold. Da gefällt mir der obere mit dem Grün tatsächlich noch einen Tacken besser. Ich bin ja nicht so der Gold-Fan, also der hat was sehr, sehr Schönes. Der gefällt mir richtig gut. Das passt auch super mit dem Grau. Den Pinsel wische ich mir ab und dann gehe ich nochmal in den mittleren Ton und den gebe ich mir einfach so in den Innenwinkel. Das ist ein schöner Ton, ein schöner Highlighter-Ton. Den ziehe ich mir auch ein wenig hier runter. Gehe nochmal in dieses helle Grüngold und gebe mir das auch nochmal unten hin. Und das jetzt auch nochmal hier hinten. Ich überlappe das mal mit dem Gelbgold. Mir gefällt das Grüne besser. Ich glaube, ich würde das andere Gold wahrscheinlich gar nicht benutzen. Ansonsten ist das jetzt erstmal so. Und jetzt würde ich nochmal in den Schwarzton gehen, damit wir den einfach mal sehen. So für tagsüber, glaube ich, würde ich gerade mit dem Grau und mit dem Ton arbeiten. Das finde ich schon einen sehr schönen Look. Aber jetzt mit dem Schwarz, da sind so ganz mini goldene Sparkle mit drin. In so matten Tönen oftmals, wenn man die dann verblendet, dann fliegen die auch weg. Da weiß ich immer nicht, ob man die wirklich braucht. Und damit verdunkle ich mir einfach nochmal den Außenwinkel und auch ein bisschen hier unten. Also mit dem Quint kann man schon sehr smokig gehen. Das Grau ist schon sehr gut pigmentiert und kann sehr dunkel werden. Und dann halt nochmal das Schwarz. Kann man sich in die Tasche stecken, das Quint. Im Büro nur die helleren Farben tragen und dann noch einmal mit dem Schwarz drüber. Und schon hat man dann den Abendlook. Würde jetzt mit dem gleichen kleinen Pinsel nochmal so einen Tacken in den Grauton gehen, aber nur ganz leicht. Und das ein wenig hier außen noch verblenden. Ohne zusätzliche Farbe gehe ich jetzt nochmal über die Kanten.
So, und dann ist das der Augenlook mit der ersten Palette der 359 Galactic. Finde ich doch schöner, als ich erwartet hätte. Also, ich meine, dieses dunkelgoldige ist natürlich so typisch Weihnachtsfarben, was für mich die Palette speziell macht oder so ein bisschen anders macht, ist eben der Ton mit dem Grünstich und dem Grau zusammen. Das sind zwei wunderschöne Töne, die gefallen mir sehr gut und ich glaube, das werden auch die Töne sein, die ich am meisten miteinander trage. Ansonsten ist es eine Palette, auch der Grauton, die ziemlich schnell sehr dunkelrauchig wird. Also man hat jetzt nichts sehr Helles dabei für die Crease, außer der goldene oder vielleicht der hier. Die sind aber schon sehr auch leuchtend. Denke, mit dem hier könnte man vielleicht noch arbeiten, aber alles in allem sind das von sich aus schon sehr dunkle Farben und wenn man hier beherzt reingeht, wird auch das Grau sehr schnell sehr tief. Das kann man aber durchaus auch leicht auftragen und so ein bisschen ausrauchen. Von der Qualität her hat es mir gut gefallen. Das ist eine schöne Qualität. Ich hatte ein bisschen Fallout von den Glitzerfarben, von dem Schwarz jetzt nicht, aber das habe ich auch nur so ganz leicht verwendet. Ich denke, wenn ich das jetzt so mehr ausblenden würde oder großflächiger auftragen würde, dann könnte es schon sein, dass auch das Fallout gibt und dann springen wir doch direkt rüber in die andere Palette, die 589 Galactic und da finde ich auch die Farbzusammenstellung super spannend mit den doch eher so bärigen Tönen, rosa-bärig. Sie beschreiben das als Plum, mal schauen. Und dann hier das Silberschwarz. Also einmal kann man in so eine ganz rauchige Richtung gehen, dass man nur die drei hier außen verwendet oder dann halt in so eine rosige Richtung. Ich versuche aber auch hier wieder alle Farben auf mein Augenlid zu bekommen und nehme da von Beautylish aus der Jano-Serie den Pinsel Nummer 9 und gehe mal in diese Farbe hier rein. Da habe ich kein Kickback im Pfännchen. Ich glaube, das ist auch so ein Satin-Ton. Ja, und das ist auch so ein Aprikosen-Pfirsichfarbener Ton. Bleib mal hier so ein bisschen weiter hier vorne mit der Farbe. Und dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel in den dunkleren Ton. Und der ist gleich um einiges pudriger und auch sehr gut pigmentiert. Mit dem Pinsel direkt mal abgewischt. Das ist eine sehr schöne Farbe. Also gerade die zwei zusammen, das passt schon perfekt. Aber auch eine Farbe, den kann man sowohl ziemlich dunkel, also aufbauen. Und das geht auch sehr schnell. Also der ist gut pigmentiert, aber der eignet sich auch sehr schön, um den Look nochmal oder um die Farbe auszurauchen. Mit der Farbe gehe ich auch etwas hier unten hin. Und dann nehme ich von Chikuhodo und der Kazan-Serie die Nummer 7 und gehe in den Silberton. Der nimmt auch viel Produkt auf. Und oh. Mit dem gehe ich mal hier in die Mitte von meinem Lid. Und da sieht man schon, der ist auch sehr gut pigmentiert. Das war jetzt nur ein Swipe und das ist ein Pinsel, der jetzt eigentlich nicht so viel Produkt aufnimmt oder ein sehr softer Pinsel und selbst der macht diesen metallischen Auftrag und das ist so ein bläulicher Anteil. Ich meine, das ist jetzt auch über dem hier drauf. Und das reicht mir schon von dem Silber. Ich denke, das kann man noch sehr viel intensiver gestalten. Das hat jetzt schon sehr gut funktioniert. Ich gehe jetzt noch mal etwas in den Aprikoton und gehe hier oben drüber, weil ich nicht möchte, dass das Silber jetzt so komplett übernimmt. Und dann, ich bleibe einfach bei dem gleichen Pinsel und gehe noch mal in den weißen Ton. Den gebe ich mir in den Innenwinkel. In dem Bordeaux-Ton, also in den dunklen, sind ja auch so ganz leichte Gold-Sparkle drin. Die kann ich jetzt aber nicht wirklich erkennen. Ich schnappe mir den Pinsel von vorhin, den Soft Definer aus dem Lotus-Set von Sonia Chi und gehe in den Schwarzton. Ich gehe mal davon aus, dass der ähnlich ist
Zudem Schwarzton, nur dass man hier goldene Sparkles mit dabei hat. Und hier steht ja dabei Silber, ne? Wobei das bei mir sehr so bläulich aussieht. Ansonsten ist es auch ein Schwarz, der ist auch pudrig. Und ich bekomme direkt wieder sehr viel auf den Pinsel. Mal ganz vorsichtig. Ich habe mir das Schwarz jetzt nur ganz vorsichtig hier platziert. Wisch meinen Pinsel ab und dann verblende ich das so ganz leicht nach oben. Aber auch hier möchte ich jetzt nicht, dass das Schwarz wiederum den Look übernimmt, sondern möchte schon auch noch, dass man von der Pflaumenfarbe was sieht. Und den kleinen Pinsel wische ich mir ab, gehe auch noch mal in den Ton. Und gebe mir den hier unten auch nochmal hin. Und dann wäre das der Look mit der anderen Palette. Gefällt mir auch sehr gut. Ich finde hier jetzt die Farben, da ist jetzt nichts drin, was man noch nie gesehen hat. Ich finde die Kombination ganz schön. Eben mit diesen Rosé-Plum-Farben, Aprikosenfarben und dem Silber zusammen. Ich glaube, das habe ich so in einem Quint noch nicht gesehen. Also das finde ich sehr spannend. Sehr schöne Qualität, Dior-Qualität. Wenn man die kennt und mag, wird man damit auch zufrieden sein. Ich finde beide Looks schön. Bei der Palette gefällt mir tatsächlich der graue und der grüne Ton richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, das sind zwei Farben, die werde ich sicher häufiger benutzen. Das habe ich nicht ganz so oft. Das Gold, ja, ist halt ein Gold. Der Schwarzton hätte ich jetzt in der Palette nicht gebraucht. In der Palette finde ich es ganz gut, weil man halt den Look dadurch nochmal sehr viel smokiger gestalten kann. Ansonsten kann man mit den anderen zwei Farben, also gerade mit den beiden, schon wunderschöne Looks mitschminken oder halt eben auch in der Kombination mit dem Silber und hat den Schwarz dann noch dabei, um es smokig zu machen. Ich packe jetzt mal hier schnell ein bisschen Mascara und Liner drauf und dann probieren wir noch die Blushes. So, dann habe ich etwas meinen oberen Wimpernkranz wieder wie immer mit einem schwarzen Eyeliner verdichtet. Auf der Wasserlinie von dem hier habe ich von Dior den Eyeliner in der Farbe 986 Sparkling Taupe. Ich finde, der passt wunderbar, weil der so auch was Lilanes mit drin hat. Und auf der anderen Seite habe ich von Chanel einen goldenen Eyeliner benutzt. Und dann sind das nochmal die beiden Augenlooks. Und ich muss sagen, gefallen mir beide gut. Ich mag ja die Farbrichtung sehr gerne. Hier gefällt mir aber dieses Grüngold so gut, dass ich jetzt gar nicht wüsste, welches ich bevorzuge. Ich weiß nicht, welches gefällt euch denn am besten? Und dann kommen wir jetzt noch zu den Blushes. Und da haben wir ja einmal den sehr dunklen Ton und einmal den sehr koralligen Ton. Ich weiß überhaupt nicht, welchen ich jetzt auf welche Seite gebe. Ich swatche die mir mal noch mal kurz auf meinem Handrücken. Fühlen sich erstmal sehr cremig an. Aber der ist zumindest der Swatch nicht ganz so makellos. Der fühlt sich so ein bisschen dicker cremig an. Und der sieht ziemlich stark pigmentiert an. Der ist so ein bisschen dünner von der Konsistenz, auch cremiger. Da fühlt sich der erstmal schöner an, aber auf dem Gesicht muss ich gleich nochmal schauen. Ich finde, ich nehme mal den Ton zu der Seite. Das würde zu dem Aprikosenton passen und den dunklen zu der Seite. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ich schnapp mir dafür meine beiden Sonia G Soft Cheek Pinsel. Ich gehe als erstes in den Korallenton. Ich finde das eine interessante Farbwahl für den Weihnachtsblush. Ich klopfe den auch ab. Der ist sehr pudrig. Ich habe auch ordentlich Kickback im Pfännchen. Ich habe jetzt keinen Bronzer drauf. Das ist interessant, der sieht so aus auf der Haut, als hätte der etwas so Glanz mit drin. Moment, das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, so ganz leicht, meine ich auch so einen leichten Schien auf der Hand erkennen zu können. Naja, hier oben, okay,
Also das ist kein matter Blush. Das ist lustig. Also beim Swatch erkennt man das nicht sofort. Oder zumindest ich habe es nicht sofort erkannt. Das will ja jetzt auch nicht immer was heißen. Aber hier auf meiner Haut, mache auch gleich nochmal das Licht etwas runter, wenn ich den anderen aufgetragen habe, da sehe ich richtig ordentlich einen peachigen Glow. Ein, ja, für mich fast frühlingshafter Sommerblush. Gefällt mir sehr gut, auch von der Farbe her sehr schön zu tragen. Ich dachte, der wäre so ein bisschen, ja, krümelig, bröselig vom Auftrag, aber das ist das etwas dickere durch diese cremige Konsistenz mit dem fluffigen Pinsel. Da würde ich auch nur mit fluffigen Pinsel arbeiten. Hat das jetzt sehr gut geklappt. Ich denke, wenn man mit einem zu festen Pinsel reingeht und dann vielleicht zu grobe Stücke auch auf dem Pinsel bekommt, dann könnte man etwas Probleme haben mit dem Ausblenden, aber so jetzt hat sich das bei mir nahtlos ausblenden lassen. Und dann gehe ich nochmal in den Blush, der wird wahrscheinlich viel zu dunkel sein. Ich gehe einmal hier rein, klopfe den ab und gehe einmal nochmal hier auf meine Handoberfläche. Und selbst das ist schon so viel Produkt, dass ich sage, das ist fast zu viel. Der hätte jetzt aber auch gut hier zu dem Bärenton gepasst. Ich finde auch, weiß ich nicht, ob der so ganz gut zu dem Augenlook hier passt. Interessante Farbauswahl meiner Meinung nach getroffen. Also wenn ich ihn so ganz leicht auftrage, aber ich bin jetzt auch nur einmal rein und abgetippt und habe schon hier dieses Ergebnis, also der ist eigentlich, glaube ich, eher für dunklere Hauttypen gemacht. Da denke ich auch, passt der richtig gut und lässt sich auch wunderbar noch sehr viel tiefer aufbauen. Also das war jetzt eine leichte Schicht und ich finde trotzdem ist die schon sehr gut zu sehen auf meiner Haut. Aber so leicht aufgetragen komme auch ich mit klar. Aber das ist auf jeden Fall einer, bei dem ich vorsichtig sein muss. Bei dem hier konnte ich jetzt sehr viel beherzter reingehen. Ich mache jetzt einmal kurz mein Licht etwas dunkler. Und da ist ein richtig schöner peach-goldiger Glanz mit dabei. Gefällt mir sehr gut. Wenn es so dunkel ist, jetzt sind die Farben auch nochmal, ja, etwas aussagekräftiger. Ich finde, da kann man das auch immer noch mal ganz gut sehen, eben von den Farben her. Dann ist das nicht ganz so ausgewaschen. Das ist jetzt ein bisschen kräftiger, als ich das so im Spiegel sehe, aber eben nicht so ganz ausgewaschen. Aber ich denke, da kommt der Glanz einfach noch mal besser raus. So, dann ist das insgesamt der fertige Look mit der oder mit den Sachen, die ich mir aus der Dior Holiday Kollektion gekauft habe und ich bin ja doch ziemlich zufrieden, auch mit den Blushes. Da dachte ich erstmal, die wären vielleicht von der Formulierung her nichts, aber ich finde, die sehen beide sehr gut aus. Der dunklere ist eigentlich nicht für meinen Hautton gedacht, denke ich, wird aber perfekt zu eben dunkleren Hauttypen passen und die Lidschattenpalette. Ich kann mich immer noch nicht ganz entscheiden, welche ich besser finde. Es ist von den Farben an sich jetzt alles nicht so ganz spektakuläres, aber ich finde doch, dass Dior sehr interessante Paletten rausgebracht hat. Als ich Sneak Peeks gesehen hatte, dachte ich, die sehen sehr langweilig aus, aber hier mit diesem Grün-Grau-Tönen in der Palette und hier eben mit dem Aprikosen-Plum-Tönen finde ich wunderbar und ist auch in dieser Farbkonstellation mal was anderes. Die Einprägung, das macht Dior auch immer sehr schön, also alles in allem. Eine, wie ich finde, gelungene Weihnachtskollektion. Wenn ihr noch andere Produkte aus der Kollektion sehen wollt, lasst mich das gerne wissen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.